darunter, hierhin, da entlang. Gut. Jetzt diese eine gelbe Kamera noch. So. Hierhin. Okay, das heißt, Goal kann dann bis dahin laufen. Dann muss ich mich hier entfernen, was diese Kamera dann auf diesen Weg bringt, was sie nicht trifft. Dann muss ich hier rüber gehen und diese Kamera ablenken. Vorher muss ich allerdings diese blaue Kamera hier ablenken. Gut. Okay. Hallo? Jetzt geh einen Schritt nach vorne. Rufus. So. Hier entlang, da entlang. Wenn ich jetzt hier entlang gehe, ist diese Kamera weg. Dann muss ich darüber und darüber. Ich hoffe, das klappt so. Paul, jetzt! Aber dann... Ah, Mist. Okay, zu früh. Viel zu früh. Paul, jetzt! Jetzt! Goal ist vorbei. Das funktioniert ja besser, als ich dachte. Oh, und es fetzt. Rufus, Rufus, Rufus. 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 Ja. Oh. Wundervoll! Diese Grazie, dieses Taktgefühl, diese Fähigkeit, die ganze Welt um sich herum zu ignorieren. Reden wir von derselben Welt, Argus? Von der, die Sie sprengen wollen? Touché, Cletus! Ich muss mich aber schon wundern, woher dieser Sinnungswandel kommt. Ich stecke halt voller Überraschungen. Wie ein Zirkuspferdchen. Zu schade, dass wir dafür keine Zeit mehr haben. Schafft das Mädchen auf die Brücke! Komisch. Fräulein Goal, wenn Sie so freundlich wären. Ja doch. Goal! Dir wird schon was einfallen. Und was machen wir mit diesem hier? Wird nicht länger gebraucht. Beseitigen. Ich glaube, der meinte das im übertragenen Sinne. Bewegung, Sie kommen jetzt mit. Warten Sie doch. Hier wird nicht verhandelt. Aber steht mir denn kein letzter Wunsch zu? Ich weiß, das wird mir noch leid tun. Schön, worum geht's denn? Ich will, ja. Eine letzte Zigarette. Natürlich. Ich gehe nur schnell meine Filter holen. Warten Sie hier bitte so lange. Was denn? Muss ich die auch noch selber drehen? Nee, bleiben Sie mal hier. Ich hab's mir anders überlegt. Einen letzten Kaffee. Einen letzten Kaffee. Dagegen ist wohl nichts einzuwenden. Sie haben Ihren letzten Wunsch verschüttet, Sie Trottel. Sie... In Stresssituationen geht doch nichts über eine gute Tasse Kaffee. Oh ja, genau so ist es. Okay, das heißt, wir können jetzt hier entlang. Ach ja, wie wunderschön. Der gute alte Putzibot. Apropos Bot, der Offenbot. Ich möchte nicht gestört werden, verstanden? Aus keinem Grund? Von niemandem. Jawohl, Herr Amtmann. Mit Ausnahme des Interrogators natürlich. Wo bleibt der eigentlich? Der Interrogator ist angefragt und auf dem Weg, Herr Amtmann. Das will ich hoffen. Wenn ich das Verhör schon wieder alleine führen muss, werde ich wirklich ungemütlich. Dann können Sie ja schon einmal auslosen, wer die Brücke anschließend wieder sauber macht. Mhm. Der Interrogator auf also, na dann. Der wird nicht lange außer Gefecht sein. Ich mach mal besser ein bisschen Dalli. Ja. Zertrümmert Ihre Augenböden! Still, du übergeschnappte Hohlbirne! Wir müssen leise sein. Warum klebst du mir überhaupt dauernd am Fuß? Rufus gehört mir, verstanden? Zerstecht ihm die Bauchdecke! Reißt ihm die Nasenflügel ab! Obwohl ich zugeben muss, dass es deinen Anregungen nicht an einer gewissen Kreativität mangelt. Cletus und Donner? Wie zum Donner kommen die denn hierher? Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich sollte lieber mal abtauchen. Abtauchen, abtauchen, abtauchen. Abtauchen?
Oppenbot. Der Schrank wäre ein perfektes Versteck, geradezu klassisch. Leider ist er besetzt. Typisch unser Oppenbot. Steht immer im Weg rum. Tja, okay, kann ich dahin? Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich sollte lieber mal abtauchen. Abtauchen, gutes Versteck. Oh, ein zylindrisches Kegel. Nein, Tonnendings da. Genau das, wonach ich gesucht habe. Sehr gut. Das sollte als Versteck ausreichen. Aber erstmal raus aus diesem elenden Fummel. Und jetzt nichts wie in Deckung. Ah, da sind sie ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe Ihnen etwas Dringendes mitzuteilen. Ich bin der echte Cletus. Der andere war nur ein Betrüger. Okay, Sie werden sich also nicht mehr dagegen wehren, mit mir mitzukommen? Ganz im Gegenteil, ich bestehe sogar darauf. Na dann, vorwärts! Mit dem größten Vergnügen. Wenn der wüsste, wo der hinkommt. Na, das ist ja mal eine quirlige Entwicklung. Was war das denn für ein Spruch jetzt? Das klappt ja wie am Schnürchen. Und jetzt? Hä? Oh. Wow, eine Pritsche. Wirklich originell. Wollen Sie eine Beschwerde vorbringen, Fräulein Goal? Meine Nase juckt etwas. Welche Nase? Fräulein Goal, wollen Sie mit dem Gejammer nicht warten, bis Sie einen echten Grund dafür haben? Ach, der Interrogator. Endlich. Lassen Sie uns alleine, Brückenwart. Jawohl, Herr Amtmann. Lassen Sie mich gehen, Argus. Wissen Sie eigentlich, wie viele unschuldige Menschenleben hier auf dem Spiel stehen? Ist Ihnen das vollkommen egal? Haben Sie denn kein Gewissen? Ganz im Gegenteil, meine Liebe. Ich bin nicht der, für den Sie mich halten. Rufus? Oder, nein, Cletus? Wer... Weder noch. Gestatten? Argus, die rechte Hand von Oberkontrollrat Ulysses. Sie kennen doch Herrn Ulysses, nicht wahr? Und wie mir scheint, wissen Sie sogar, dass er das eigentliche Monster in dieser Veranstaltung ist. Jahrelang habe ich still dabei gesessen und zugesehen, wie die Ausrottung eines ganzen Volkes geplant und vorbereitet wurde. Nur um einigen Privilegierten ein besseres Leben zu ermöglichen. Ich darf wohl sagen, ich kenne Ulysses besser als jeder andere. Ich weiß, wie er denkt. Ich bin der Einzige, der diesem Wahnsinn ein Ende bereiten kann. Alles, was ich noch dazu brauche, sind die Aufstiegscodes. Aber dann stehen wir auf derselben Seite. Warum haben Sie Rufus und mich nicht gewähren lassen? Rufus, wenn ich dieses Wort schon höre. Ich werde die Rettung von 11.000 Seelen doch nicht diesem tollpatschigen Möchtegern überlassen. 11.000 Menschen. So viel. Rufus hat mich immerhin gerettet. Ist das ein Witz? Wie ich das sehe, hat dieser Rufus Ihnen die ganze Zeit über nur Ungemach bereitet. Er will Ihnen nicht helfen. Er benutzt Sie nur, um aus seinem elendigen Dasein herauszukommen. Aber... Gehen Sie mit mir, Goal. Ich werde Sie als Ihr Verlobter nach Elysium begleiten. Sie wissen, ich kann mir die Aufstiegscodes auch ohne Ihre Zustimmung nehmen. Aber ich weiß, dass Sie ein cleveres Mädchen sind. Sie wissen, dass Sie in mir die perfekte Wahl für diese Mission vor sich haben. Ich kann nicht. Warum nicht? Weil... Warum? Ich muss irgendwas tun. Wenn ich doch nur wüsste, wozu diese ganzen Knöpfe gut sind. Okay. Und wieder mal liegt eine sehr besondere Betonung auf Golds Busen. Möchte ich nur noch mal anmerken. War auch vorhin so, als sie ihren Bericht geschrieben hat, komischerweise. Waren sie auch in Szene gesetzt, ein bisschen. Knopf. Ich drück mal den Knopf hier. Hey, stopp! Was tun Sie da? Das bin nicht ich! Das ist die Maschine! Sie spinnt! Okay. Nein, 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 nein! Aus, aus, aus! Aufhören, habe ich gesagt! Großer Knopf. Halt! Huh? Was ist denn das? Wie wird mir denn? Fräulein Goal, hören Sie mich! Sie haben eine Überdosis Sodium-Amytal injiziert bekommen. Sie müssen jetzt bei mir bleiben. Hören Sie? Bleiben Sie bei mir! Nein. Was? Warum nicht? Weil... Goal! Weil ich Rufus liebe. Nein! Stopp! Goal!
Maul! Mann, schaff Gold, mir unverzüglich diesen nichtsnutzigen Tischmülleimer aus den Augen! Werf ihn von Bord! Sofort! Was hab ich getan? Gold! Was hab ich getan? Hinsichtlich Golds Tod und dem Verlust der Codes seien hier die Bonmots aufs Minimum beschränkt. Die Lage war trostlos, der Kloß in der Brust groß, wie der Koloss von Schrottos. Logisch, wenn man bedenkt, dass Rufus ins Wohnlose fiel und ihm sein Leben wie ein Spiel für immer am Auge vorbeilief, ein grauer Trauermarsch. Und da wurde ihm klar, dass dies das Ende war. Schloss aus, Game Over und alles im Arsch. Hossa und alles im Arsch. Eine feste Rinne. What? Oh, aua. Was? Die Hölle. War ja klar. Okay, ja. Damit herzlich willkommen bei Goodbye Deponia. Wir spielen hier jetzt erstmal das Tutorial, das kennen wir ja. Ich würde sagen, wir nehmen einfach das Yin auf und das Yang fehlt uns aber trotzdem. Das ist schon hier drin. Wir haben ja eine Aussparung. Tja, da würde ich sagen, da setzen wir das Yin einfach mal rein und drücken den Knopf. Das kennen wir ja. Au! Ja, wir haben das Tutorial verkackt. Ich würde sagen, wir setzen einfach mal das Yin hier in die Aussparung rein und drücken einfach mal auf den Knopf, ne? Ja, und damit herzlich willkommen zu Goodbye Deponia. Wir sind hier im Tutorial, wie ihr seht, und ja, ich würde sagen, wir heben einfach mal das Yin auf und machen das hier schnell durch. Wir nehmen das Yin und setzen das hier in die Aussparung rein und drücken einfach mal auf den Knopf. Ja, und damit herzlich willkommen zu Let's Play Goodbye Deponia. Wir sind hier im Tutorial, wie ihr seht. Ich würde sagen, wir nehmen einfach hier mal das Yin auf und setzen das hier in die Aussparung rein, um die Schrottpresse zu reparieren. Und ich würde sagen, ich gehe mal einfach hier zur Seite. Es ist ja... Merkwürdige Bodenplatte. Hä? Aha. Okay. Ein Stromumkehrer sehe ich hier. Ich kann aber ehrlich gesagt... Warte mal. Ich habe sonst nichts bei mir. Tja. Warte mal. Kann ich dann das Yin vielleicht hier drauflegen? Warte mal. Ich opfere mich mal. Ich nehme mal das Yin und lege das Yin auf die merkwürdige Bodenplatte. Aha. Aha, ein Stromumkehrer. Ich nehme den mal. Ich finde es übrigens gut, dass Rufus in dieser Situation sehr, sehr viel spricht. Konsole. Was haben wir denn da? Sicherung. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Zurück. Kann ich sonst noch irgendwo hin? Nö, ne? Kann nur den Knopf drücken. Ich drück mal den Knopf. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Hm? Nichts passiert. Den Stromumkehrer in die Aussparung.
Mein Gamepad vibriert übrigens. Okay, und jetzt? Knopf drücken. Ah, cool. Wir haben es geschafft, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ich schaue mir trotzdem nochmal die Konsole an. Was haben wir denn da? Wenn ich wüsste, wozu das nütze ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach irgendwas vertauscht. Ich hüpfe da am... Nein. Rufus. Oh, da habe ich noch Ei. Feuerschnabeltier. Verdammt, die haben nicht nach Eiern gesucht. Die letzten paar Folgen auch. Mist. Und wenn ich wir sage, seid natürlich ihr schuld. Oh. Au. Au. Geil. Nice. Ich drück nochmal auf den Knopf. Ich spring nochmal so runter, weil im Hintergrund hatte sich ja ein Fensterchen gefüllt. Dieses hier nämlich. Da hinten. Okay. Konsole. Ich kann hier die Reihenfolge einstellen von den ganzen Torturen. Zuerst werde ich gelasert, dann verprügelt, dann verbrannt, dann zerschnitten und dann eingefroren. Wenn ich mich zuerst einfriere und dann wieder auftauen lasse, bin ich unversehrt. Dann lasse ich mich prügeln, dann zerschneiden und dann nochmal zerschneiden. Oder kann mich der Laser auch wieder zusammenschweißen? Das ist die große Frage. Wenn ich zuerst verprügelt, dann eingefroren, dann aufgetaut. Dann zerschnitten und dann, wenn er mich... Anleitung. Oh, okay. Na prima, Rufus ist tot und in der Hölle gelandet. Alles, was ihm jetzt noch bleibt, ist mit Hilfe der Sicherung in die Reihenfolge der Demontagestationen zu verändern, sodass er in einem Stück am Ende des Fließbandes ankommt. Aber was das jetzt noch bringen soll, Tipp gefällig. Der Laser kann Rufus nicht nur zersägen, sondern auch wieder zusammenschweißen. Sehr gut, okay. Dann hatte ich den richtigen Gedanken sogar. Das ist tatsächlich auch ein Rätsel, an das ich mich nicht erinnern kann. Das muss man ehrlich sagen. Ich habe das Spiel natürlich auch noch nicht gespielt. Aber ich habe, ja, ich schaue Garonk. Also ich habe das schon mal gesehen. Anders als bei Deponia 1 und 2, weil ich das entweder nicht gesehen habe oder weil das einfach schon so lange her ist. Aber bei Deponia 3, da kann ich mich noch dunkel an gewisse Dinge erinnern. Vor allem an die Story. Jo. Aber das war jetzt tatsächlich, da konnte ich mich nicht dran erinnern. So, einfrieren, auftauen, zersägen und zusammenschweißen. Irgendwie nicht richtig. Der Knüppel vielleicht zum Schluss. Der hierhin, der dahin. So vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich drück mal auf den Knopf, ich schau mal. Dass vielleicht nachher am Ende mit dem Knüppel die Kruste abfällt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Einfrieren, auftauen und braten. Zersägen, zusammenschweißen
und die Kruste ab. Yo! Und täglich grüßt das Murmeltier, Errungenschaft freigeschaltet. Übrigens, wir hatten vorher eine Errungenschaft freigeschaltet, als wir das Disco-Rätsel gemacht haben, glaube ich. Als wir den Organon ausgeschaltet haben mit dem Kaffeeroboter, glaube ich, war das da war eine Kaffeetasse, wo Poki drauf steht. Ich mag Poki. Was kann ich denn jetzt machen hier? Licht. Das ist dann wohl dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels. Okay, ich fasse das mal an. Okay, ich kann da hingehen. Von wegen Licht am Ende des Tunnels. Das ist nur ein beleuchteter Knopf. Hä? Das ist ja gar nicht die Hölle. Das ist so eine Art Fabrik. Und eine verdammt schäbige obendrein. Heißt das etwa, ich bin gar nicht tot? Kann mir mal irgendjemand erklären, was hier vor sich geht? Könnte ich durchaus machen, allerdings, will ich das jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Und, ich verspüre auch gerade ein kleines Bedürfnis. Ich melde mich gleich zurück. Kleinen Augenblick.